Hallo. 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 Jeden Morgen schaue ich aus dem Fenster. Der Blick gibt mir Energie für den ganzen Tag. Als zeigt die Hand zur Seele einer Person, die das Buch sucht. Und das Buch ist in meinen Augen ein Symbol für das Streben nach Freiheit, die Flucht vor Fesseln, ein sicherer Hafen. Ich möchte euch gerne von einem Ort erzählen, ein Ort großer Erinnerung. Ich habe sehr wenig Lieblingsorte, aber einer ist der Park. Der Name dieses Parks ist Park der Liebe. Die ruhige grüne Landschaft gibt mir große Kraft. Mein Lieblingsort ist der Hof, in dem meine Großmutter lebt. Es ist sehr wichtig, einen Ort zu haben, an dem du dich frei und glücklich fühlen kannst. Jeden Moment kann hinter einem der Bäume eine magische Burg mit ihren Bewohnern erscheinen. Mein Lieblingsort ist ein Campingplatz. Mein Lieblingsort ist eine kleine Buchhandlung. Ich arbeite seit letztem Sommer dort. Wenn ich mir dieses Foto ansehe, kommen seltsame Gefühle über mich. Zuerst nachts da zu sitzen und darüber nachzudenken, wie kann ich meine Träume verwirklichen. Ich möchte Sprachen lernen, glücklich zu leben und an nichts zu denken. Wenn ich dieses Foto betrachte, fühle ich mich ruhig. Das liegt falsch so, dass man das Buch mit Vergnügen liest. Ich stelle mir vor, dass dort neben dem Buch ein Notizblock liegt, in das der Autor seine Gedanken schreiben will. An diesem Ort würde ich gerne lesen und in meinen Gedanken sein. Was ich in dem Buch lese, füllt meinen Geist. Ein Traum ist Glück.
Ein Traum ist Motivation. Es sind Träume, die uns der Menschen machen. In unserer Welt ist absolut alles harmonisch. Aber was ist, wenn Natur auf Mensch trifft? Ich würde diesem Foto den Titel Vertrautheit geben. Ich bin Roman. Ich komme aus Kasachstan in Kokshetau. Ich bin Ein. Ich komme aus Georgien. Mein Name ist Serkal. Ich komme aus Kirgistan in Naren. Ich bin Ramina. Ich komme aus Kasachstan in Kokshetau. Mein Name ist Valeria. Mein Name ist Aytolkun. Ich bin Bayana. Ich komme aus Kirgistan in Naren. Mein Name ist Elene. Ich komme aus Kutaisi, Georgien.